Hallo Internet, heute werden wir eine Reise machen, wo wir einen Sprinter werden sehen, alte Brücken, einen hohen Turm und eine wunderschöne Kirche. Check mal diese Aussicht aus. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. Willkommen in Andelfingen. Das war eine ziemlich kurze Reise. Ich bin etwa 10 bis 15 Minuten gefahren. Und unser nächstes Ziel ist diese Kirche. Zuerst muss ich aber wissen, wo der Bus hinfährt und fahren wann. Berg am Irchel, das ist unser Ziel. Und der fährt immer um 33. Ja, wir sind bei der Kirche angekommen. Seht euch mal diesen schönen großen Baum an. Ich weiß nicht wieso, aber Kirchen ziehen mich immer irgendwie an. Jetzt wollte ich da mal wissen, ob man reinkommt. Und es sieht irgendwie geschlossen aus. Oder ist das offen? Nein. Das ist nicht offen. Vielleicht kommt man ja da rein. Wer weiß? Es funktioniert. Es ist offen. Das ist der Christentum. Seht euch mal dieses alte Glas an. Kirchenfenster 1970. Klingelbeutel. Ja. Also wir haben es gesehen. Und als nächstes will ich den Sprinter-Van anschauen. Das ist ein Transporter, der zu einem Wohnwagen umgebaut wird. Und genau das will ich eben auch machen. Ich will so einen Transporter kaufen und selber umbauen. Nach meinem Geschmack. Und auch das werde ich alles aufnehmen. Jetzt müssen wir aber erstmal dorthin kommen. Und das wird uns über eine Brücke führen. Wo kommt man da am besten runter? Wisst ihr was? Dieser Weg sieht schon viel süßer aus. Wow! Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Schaut euch das an. Ich wusste gar nicht, dass das hier ist. Wow, eine kleine Mühle. Schaut euch die ganzen Mechanismen an. Das ist ja faszinierend. Thank you.
wie es aussieht, habe ich herausgefunden, wo das Bächlein endet. Es geht hier in die Tour und die Tour geht in den Rhein. Diese Brücke ist ganz schön alt. Sie wurde 1324 das erste Mal erwähnt und irgendwann mal 1507 neu erbaut. Bis irgendwann mal die Franzosen und die Österreicher kamen und die Brücke niederbrannten. Also wurde sie 1814 bis 1815 wieder neu erbaut. Etwa 100 Jahre später wurde auch dieser Steg für die Fußgänger angebaut, damit man hier durchlaufen kann. Hier oben ist es mit Wappenscheiben geschmückt. Dieses Gebäude wurde 1866 erbaut und mittlerweile ist es eine Galerie. Das ist schon der fünfte Van, den ich heute sehe. Wisst ihr was, ich muss mir ihn von näherem anschauen. Solches Bodengepflaster seht ihr überall in der Schweiz. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Aber seht euch mal dieses Haus an. Das sieht irgendwie aus wie ein Kindergarten. Ist alles blau. So unglaublich blau. Ich weiß, ich muss da hoch. Aber dann bin ich hier irgendwie auf dem falschen Weg. C-H-A. Auch das hier scheint ein schöner Park zu sein. Und ich sehe, was ihr nicht seht, das ist eine Katze. Komm. Und sie hat keine Lust. Gut. Dann gehen wir halt diese Wege rauf. Das kann ich mir aber nicht nehmen lassen. So ein schöner Weg. Wer will es schon einfach haben? Es geht noch weiter. Oh wow. Also hier haben wir Nadelbäume, Tannenzapfen, Laub und Holz. Was für ein schöner Ort. Ich wusste gar nicht, dass der existiert. Mit einem Brunnen. Und eine Aussicht auf die Kirche, wo wir vorhin waren. Was für ein schöner kleiner Grillplatz. Mit der Aussicht. Mit dem Zug sind wir von da gekommen. Und seht euch mal diese Brücke an. Die ist einfach so im Nirgendwo drin. Das heißt, wir müssen natürlich rüberlaufen. Gut zu wissen, dass es hier eine Toilette gibt, falls man das mal braucht. Und jetzt sind wir auf der Brücke. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe mehr wie einen Mercedes Sprinter. Hier ist einer. Hinter dem ist nochmal einer. Und da ist nochmal einer. Das ist ja fantastisch. Die gehe ich mir jetzt alle anschauen.
Schaut euch das an. Das ist mehr wie einer. Absolut genial. Doch der ist schon ganz schön hoch. Wow. Richtig viele Fenster, Veloträger. Der ist wahrscheinlich höher gelegt. Und da hat man nachbearbeitet, damit es nicht rostet. Unglaublich. Wow. Das ist ja alles ein Paket. Wie viel kostet denn der? Und seht euch dieses massive Ding an. Das ist riesig. Der hat hier sogar die Ausbuchtungen. Das heißt, das Bett ist seitlich hier drin. Seht ihr das, wie hoch das ist? Das ist riesig. Schauen wir uns mal die anderen an. Das ist eher so einer, den ich haben würde. Weil ich will kein Hochdach. Ich zweifle ein bisschen an der Dichtheit dessen. Ach du Scheiße. 145.000. Das ist wirklich teuer. Und genau darum will ich einen Wohnwagen selber bauen. Aber von der Länge wäre es genau so einer. Wow, die haben mega viel Mercedes. Wow. Und das ist die kürzere Version. Ich will aber den langen. Und ich habe schon geschaut, Occasion kann man die für etwa 20.000 kaufen. Google sagt, ich habe 22 Minuten. Das heißt, ich müsste im Zeitfenster drin liegen. Ich glaube das nicht. Der Wohnwagen. Kann ich gerade. Wo fahren die an? Ja. Richtig nice. Wir sind wieder in Andelfingen angekommen und zufälligerweise habe ich den Kollegen getroffen, der mich auch dazu inspiriert hat, einen Wohnwagen zu haben und selber zu bauen. Wie ihr gesehen habt, hat er auch einen. Und genau das ist der Lifestyle, von dem ich spreche. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, 20 Minuten. Wenn wir schon da sind, will ich doch wissen, wo dieser Weg hinführt. Ich sehe hier einen Fußgängerweg. Wie sieht der aus? Oh, wow. Genau nach so etwas habe ich gesucht. Hallo. Was für ein süßer Briefkasten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf den Turm von Buch am Irgel. Und er ist ganz da hinten. Ich nehme an, es ist der Turm. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Jetzt fällt mir auf, ich hätte vielleicht eine Station später aussteigen sollen. Weil das ist ein Dorf. Da fährt der Bus ganz bestimmt hin. Und ich bin jetzt mitten auf der Straße. Gut gemacht, Sven.
Was ich noch lustig finde ist, wir haben immer Netz. Wir sind weit weg von Zivilisation. Wir haben einfach voll gutes Internet. Es scheint irgendwie ein Grundrecht der Schweiz zu sein, überall Internet zu haben. Gut zu wissen, dass es hier einen Parkplatz gibt, inklusive kleinen Brunnen. Dieser Turm wurde 1983 erbaut von der Gemeinde Buchermirchel und dem Elektrizitätswerk. Die Plattform da oben ist 28 Meter hoch und an der Spitze ist das Ganze 63 Meter hoch. Das Ganze wiegt insgesamt 32 Tonnen. So sieht das Ganze aus. Bald ist es geschafft. Und dann sind wir oben. Das ist auch die letzte Destination von heute. Sehr viel Dunst da oben.